Oh, ein Raptor! Nicht du, Versager. Und damit willkommen zu Wie und warum zähme ich einen Oviraptor? Ein Oviraptor ist schnell und scheu. Nutze eine Bola. Das spart dir viel Zeit und Nerven. Bedenke, dass der Kleine nicht viel Leben hat. Zu viele Pfeile könnten sein Ende sein. Okay. Er hat nicht nur wenig Leben, sondern kippt auch relativ schnell um. Wenn du Glück hast, schaffst du ihn auch ohne Bolas. Also geht es nun ans Füttern. Aber was mag er denn? Ein Oviraptor steht auf Eier. Egal ob befruchtet oder unbefruchtet. Groß oder klein. Das einzige Problem? Warte mal. Die meisten Eier erweitern nur schwächlich seinen Zähmfortschritt. Wenn dir die Eier ausgehen, heißt es, tschüss kleiner Freund. Jetzt gibt es zwei Methoden, um dennoch einen Oviraptor zu zähmen. Erstens, du kannst viel Zeit in deine bestehenden Dinos investieren und sie liebevoll daran erinnern, Nachwuchs zu generieren. Das kann zwar lange dauern, aber irgendwann schwimmst du in Eiern. Diese Masse überwindet die Ineffizienz, aber ist beim Zähmen weniger effektiv. Ein guter Name ist wichtig. Oviraptor! Es gibt aber auch eine bessere Methode. Ein paar wenige Eier mag der Oviraptor besonders gerne. Darunter die Eier des Carnotaurus, des Brontosaurus, des Spinosaurus, des Tyrannosaurus oder Giganotosaurus. Das Problem? Wir haben wahrscheinlich noch keine Farm. Also bleibt uns nichts anderes übrig, als Eier zu klauen. Wenn du geschickt bist, klappt das problemlos. Bedenke aber, dass die meisten Dinos ihre Eier beschützen und dich nach einem versuchten Diebstahl tot sehen wollen. Viel Erfolg! Mit einem dieser Eier geht das Zähmen deutlich schneller. Easy. Auch er hat sich einen guten Namen verdient. Nun zu den Fähigkeiten. Er ist ziemlich schnell und kommt locker mit unserer Geschwindigkeit zurecht. Ob wir wollen? Und nicht! Mit dem Aktivieren von Wandern aktivierst du auch seinen speziellen Einfluss auf andere Dinos. Sie werden nun häufiger unbefruchtete Eier legen, welche du für Trockenfutter oder zum Zähmen anderer Dinos verwenden kannst. Zu sehen an dem Ei-Symbol. Kleiner Tipp, baue einen Zaun um deinen Oviraptor. So bleibt er trotz Wandern an Ort und Stelle. Außerdem möchte sich niemand mit einem Oviraptor abgeben. Hübsch bist du nicht, ne? Solange du Folgen aktiviert hast, klaut er fröhlich Eier aus einem Nest und wird dennoch von den Eltern ignoriert. Das funktioniert auch mit großen Eiern. Sieht nur ein bisschen dämlicher aus. What the fuck? Anschließend kannst du ihm das Ei wegnehmen und hast weiterhin keine Probleme mit starken Gegnern. Die werden es nie erfahren. Die Vermehrung läuft problemlos. Und nach einem gut überlegten Namen musst du nur noch darüber hinwegsehen, dass er große Ähnlichkeiten mit Randall hat. Miss Finster, Miss Finster! Der kleine Wichser, der hat geschissen! Nun bist auch du ein Experte und weißt, wie und warum du einen Oviraptor zähmen solltest. Für mehr Videos gibt es hier eine Playlist. Oder lass mir direkt ein Abo da.